Wir lernen heute Kari Kari kennen. Ganz intim und privat. Ihr werdet jetzt hoffentlich voll viel aus dem Nähkästchen plaudern mit uns. Sagt es einfach hier. Was wollt ihr wissen? Wir wollen alles wissen. Kunst und Klischee. Ich glaube, das ist eins von unseren Eckpunkten unseres kreativen Schaffens, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir tun. Nämlich, dass wirklich. Sehr sympathisch. Nein, das halt auch alles aus dem Unterbewusstsein eigentlich kommt, weil eben wir beide, ich habe zwar klassische Gitarre gelernt, aber nie, also wir haben nicht Musik studiert und wir machen einfach quasi, was automatisch kommt. Und das ist eigentlich auch die Erkenntnis, dass das immer am besten ist. Also ich war extrem schüchtern. Also wirklich so, dass ich, dass man meinen Hals zugeschnürt hat, wenn da drei Leute gesessen sind und so. Und ich habe mich halt immer, mein ganzes Leben, immer dieser Angst gestellt. Und mittlerweile ist die Bühne irgendwie für mich so der sicherste Ort der Welt. Auf eine komische Art. Und ich habe auch überlegt, wieso. Und die Erkenntnis war irgendwie mit Kari Kari, dass einfach die Leute, die kommen wollen, Kari Kari sehen. Und ich bin Kari Kari. Deswegen kann ich genau der Mensch sein, irgendwie, der ich bin, ohne irgendjemanden zu enttäuschen oder so. Das ist die Erkenntnis.